thank you Zur Botschaft zu kommen, muss man einmal quer durch Ehemalistan fahren, also erstmal rauf auf die vierspurige Straße, wo sich die Diplomaten-Kids seinerzeit heiße Ampelrennen mit den Wagen ihrer Pappis geliefert haben. Richtig mutig war das nicht, schließlich pappte auf ihren Karren hinten der CD-Aufkleber und das bedeutete, die Bullen durften nur brüllen, aber nicht beißen. Heute muss niemand mehr befürchten, dass ihn ein schwarzes Diplomatengeschoss rechts überholt oder von hinten plötzlich ein gigantischer Tross Staatskarossen angerauscht kommt, abgeschirmt von dutzenden Motorradpolizisten, den weißen Mäusen, den man als kleiner Junge immer staunend hinterhergestarrt hat. Heute fahren alle brav Tempo 70, so dass einem keine Wahl bleibt, als die Vergangenheit in all ihren grässlichen Details in Augenschein zu nehmen. Durch Ehemalistan zu fahren, ist Archäologie in Echtzeit. Erst kommt das Haus, in dem mal die Sowieso-Behörde saß. Dahinter türmt sich dieses ehemalige arabische Konsulat auf, das immer aussieht, als hätte man die Badezimmerfliesen außen angebracht. Dann biegt man an der Ecke ein, wo das Gebäude des früheren, was auch immer, Ministeriums vergammelt. Graue Protzbauten aus den 50ern scrollen am Seitenfenster vorbei alle mit dem obligatorischen Büroflächen zu vermietenschild im Fenster eingetaucht in niemals endenden Regen. Gleich könnte John Le Carré aus dem Haupteingang kommen, sich mit hochgeschlagenem Kragen eine Zigarette anzünden und lostraben, um für den Geheimdienst ihrer Majestät irgendeine miese Sache zu erledigen. Eigentlich könnte Nick an keinem besseren Ort wohnen. Ehemalistan ist ein kleines, beschauliches Stückchen vom zwanzigsten Jahrhundert, Mitten in einer völlig unübersichtlich gewordenen Welt, in der mongolische Neonazis gegen chinesische Ölfirmen kämpfen oder so. Wer sich im Jetzt nicht so wohl fühlt, ist hier gut aufgehoben. Wir leben in der Prosek-Provinz. Einerseits wirkt sie beruhigend, andererseits kriegt man kaum was davon mit, was um einen herum so passiert. Das Telefon klingelt. Big Sis ist dran. Hast Glück gehabt, es war noch jemand im Büro, verkündet sie leicht außer Atem. Ich sims dir die Nummer gleich. Mütter erkennt man daran, dass ihre Klamotten und ihre Informationstechnik immer noch aus der Zeit vor dem ersten Kind stammen. "Cool, danke", sage ich extra laut und deutlich. Das Gebrüll im Hintergrund ist leiser geworden. Vermutlich hat sie die Kinder mit dem Fernseher sediert, um die Nachricht tippen zu können. Sie fuhr wirkt irgendwas am Hörer rum. "Äh, weißt du jetzt schon, ob du Sonntag kommst? Warum nicht? Eine bequeme Lüge." Dabei ist ziemlich klar, dass ich am Sonntag mit ihr und Mutter keinen Kuchen essen werde. Hm, hinter welchem Fenster könnte Nix sitzen? Ach stimmt, der Raum hatte ja gar keine Fenster. Aber vielleicht geht ja einer der Nebenräume nach vorne zur Straße raus. Vielleicht hat er mich ja schon im Wagen gesehen und bereitet seinen Abflug vor. Ehemalistan ist schon ins Bett gegangen. Auf den breiten Alleen, die für das Verkehrsaufkommen eines geopolitisch wichtigen Zentrums ausgelegt sind, kriechen nur noch ein paar vereinzelte Pappis Richtung Eigenheim, die mit ihren Kollegen einen trinken waren. Auch die Botschaft liegt im Koma. Bis auf das fahle Glimmen von Neoröhren in einigen Fenstern ist der Häuserblock völlig ausgestorben. Zwischen all den Villen mit ihren sorgfältig gestutzten Buchsbaumhecken wirken die Gebäude wie abgestoßene Fremdkörper, so als hätte sie jemand wahllos aus einem Flugzeug abgeworfen. Genau diese Art von Nachkriegsklotz macht einem immer Gänsehaut. Denn genau in dieser Art von Gebäude haben die Kinder der 80er meist Scheiße erlebt. Bei einem war es die TÜV-Prüfstelle, beim anderen das Kreiswehrersatzamt oder das Sekretariat des Schulrektors. All diese Schicksalsorte waren damals in Bunkern aus den 50 oder 60ern untergebracht. Die konnte man schon am Eingang erkennen. An der Tür war immer so ein Messinggriff mit schwarzem Plastik angebracht, der aussah, als ob jemand Lakritz drum gewickelt hätte. Wenn du den mit schweißnassen Händen nach vorne geschoben hast, wusstest du, gleich geht's ans Eingemachte, gleich haben die dich am Sack. Vor allem beim Kreiswehrersatzamt. Ich lasse den Wagen langsam ausrollen, um möglichst viele Details aufzusaugen. Gegenüber der Botschaft schmiegt sich ein kleines Lädchen an den Bürgersteig. Blumen. Steht in nazimäßiger Frakturschrift auf der Fassade. Am Giebeldach hängt eine schmiedeeiserne Laterne. Herr Le Carre, der Strauß für Ihre Frau ist fertig. Obwohl in der Botschaft seit Jahrzehnten keine Staatsangelegenheiten mehr abgewickelt werden, wirkt sie immer noch wie eine Festung. Achtung, Sie verlassen West-Berlin. Der Zaun besteht aus dicken Stahlstangen und sieht nach militärischem Sperrgebiet aus. Oben sind so spitze Zacken drauf, die jedem, der rüberklettern will, die Gedärme rausreißen. Und, shit, überall, wo das Grundstück eine Biegung macht, sind auf der Zaunkrone Kameras installiert, also bloß nicht zu langsam werden. Die Hauptpforte kommt näher. Sieht alles ziemlich fertig aus. Gleich vorne an der Straße steht ein kleines Häuschen, bei dem alle Scheiben eingeschlagen sind. Hinter den leeren Fensterrahmen hängen die Reste von Jalousien. Neben dem Kabuff haben sie eine kleine Schleuse eingebaut, durch die sich die Besucher quetschen müssen, natürlich gesichert mit Ganzkörperdrehkreuz, damit immer nur einer auf einmal reinpasst. Wie hochgerüstet der Scheiß wohl heute wäre nach 9/11? Da, da ist es. Diese kleine Säule direkt neben der Besucherschleuse, da steckt das Zugangssystem drin. Es ist ein viereckiger schlanker Klotz, vielleicht 1,50 hoch, rundherum mit eloxiertem Stahl verkleidet. Vorne ist nur ein kleiner Schlitz zu erkennen, wie bei einem Kassenautomat im Parkhaus. Da kommt die Codekarte rein. Sieht nach einem alten Modell von ATT aus. Bei Sicherheitstechnik vertrauen die Amerikaner natürlich nur einheimischen Firmen. Hinter der Sperre wird's noch abgefuckter. Der Asphalt auf dem Vorplatz ist an vielen Stellen aufgesprungen. Aus dem runden Beet in der Mitte, wo früher stolz das Sternenbanner wehte, quillt ein Berg von Gestrüpp. Ranken strecken ihre Zweige über die halbe Straße aus. Autos fahren da anscheinend nicht mehr viele rum. Vorsichtig weiterrollen, immer schön in Bewegung bleiben. Hinter der Pforte geht der Zaun normal weiter, vielleicht noch 20 Meter, dann knickt er nach hinten ab und verschwindet im dunklen Gestrüpp des Gartens. Ich brauche einen Platz, von dem aus man den Eingang noch erkennen kann, falls Nick da rauskommt. Gleichzeitig muss ich weit genug weg sein, damit die Kameras mich nicht erfassen. Gleich hinter dem Ende des Botschaftsgrundstücks bricht wieder der Nachkriegswohlstand aus. Das nächste Haus ist derart gepflegt, dass es einem fast Tränen der Rührung in die Augen treibt. Hier wohnt eine gute Seele, die definitiv etwas von deutscher Sauberkeit versteht. Das weiße Mäuerchen strahlt selbst im Nieselregen so hell, als wäre es gerade erst vor zehn Minuten gestrichen worden. Ich parke den Wagen zwischen zwei alten Platanen ein und mache den Motor aus. Und was nun? Wie kriege ich Nick aus dieser Festung raus? Es gibt drei Methoden, diese ollen Kartenschlösser zu überlisten. So stand es zumindest in der Anleitung der Company. Erstens: Du besorgst dir die Codekarte von jemandem, der rein darf, und kopierst sie. Da die Dinger im gleichen Format wie stinknormale Kreditkarten beschrieben werden, ist das völlig easy. Aber eben nur, wenn du an eine Originalkarte rankommst. Möglichkeit 2, die harte Tour, also an der Hardware rumschrauben. Dafür muss man an eine der Leitungen ran, die den Kartenleser mit dem Zentralrechner verbinden. Der Nachteil ist, dass man dafür an den Drähten rumfummeln muss. Das wäre in einem Perimeter, das so mit Videokameras gepflastert ist, der totale Selbstmord. Bleibt noch der elegante Retro-Ansatz, die Wargames-Methode. Um mir Mut zu machen, reibe ich theatralisch die Hände gegeneinander. So als müsste ich gleich ein Tresorschloss mit viel Fingerspitzengefühl knacken. Dann schalte ich das Powerbook ein. Schlösser aus der Vergangenheit lassen sich eben nur mit Werkzeugen aus der Vergangenheit überlisten. Hinter den feuerfesten Edelstahlverkleidungen der Kartenschlösser tickt nämlich noch Technik von 1984. Laut Datacorp-Handbuch werden alle Zugangssysteme dieses Typs von einem alten HP-Rechner gesteuert, auf dem irgendein Unix-Dialekt läuft diese Altlast gegen eine schnellere Kiste auszutauschen, wäre totale Geldverschwendung, da der Zentralcomputer nur einen total in Job erledigen muss. Er prüft, ob eine Karte, die gerade durchgezogen wurde, die richtige Nummer hat und ob derjenige auch rein darf. Dann sendet er das okay an das Schloss und die Tür geht auf. Der angestaubte Zentralrechner ist die Schwachstelle des Systems. Hier kommt Einbruchsvariante 3 ins Spiel. Die meisten dieser Computer sind über ein Modem mit dem Telefonnetz verbunden, damit man sie aus der Ferne warten kann. Und exakt da werde ich jetzt mal anrufen. Am liebsten würde ich mir vor Freude den kleinen Finger Dr. Evil mäßig in den Mundwinkel halten. Deshalb scheißt Nick also immer so gerne klug. Es ist ein verdammt erhebendes Gefühl, mal was zu wissen. Wenn es einen Film gibt, den wir hassen, dann ist es ja Wargames. Heul heul beim Atomkrieg gibt es keine Gewinner da verlieren alle diese message zog einem der streifen derart platt über den schädel dass es weh tat nur eine szene die war sexy die in der broderick mit seinem rechner alle telefonanschlüsse in sunnyvale durchtelefonierte bis er an ein computergerät in den er einbrechen kann wardialing heißt der trick seitdem und genau das werde ich jetzt auch probieren Klar, Wardialing ist total kindermäßig und oldschool, aber genau mein Niveau und außerdem könnte es hier wirklich funktionieren. Ich starte das Wählprogramm und gebe die alte Telefonnummer der Botschaft ein, 83050. Big Sis, gelobt sei dein ehemaliger Arbeitgeber. Ich drücke auf den schwergängigen Schalter unterhalb des Touchpads und das Powerbook rödelt los. Das Wählprogramm wird jetzt über das Mobilfunkmodul alle Nebenstellen in der Botschaft abklappern, angefangen bei 83051, dann 83052 und so weiter. Angeblich können die Jungs vom Team Magenta dieses Wardialing nach einiger Zeit am wilden Gewähle bemerken und kappen einem dann die Leitung. Klingt aber eher nach einem Märchen. Und außerdem läuft der Heck, wie sollte es bei uns auch anders sein, ziemlich höflich ab. Schließlich klingelt der Dialer ja nicht reihenweise unbescholtene Bürger raus, sondern ruft nur in einem Gebäude an, in dem 100 pro keine Menschenseele mehr wohnt. Lustig blinkt die grüne Diode am Funkmodul vor sich hin. Nummer nach Nummer probiert der Dialer jetzt durch. Er horcht kurz, ob sich ein Modem meldet, und wenn nicht, legt er auf und macht mit der nächsten Nebenstelle weiter. Klar wird das teuer, aber hey, der Arbeitgeber zahlt ja, und obendrein zahlt er dafür, dass ich bei ihm einbreche. Der doktor Evil Reflex meldet sich wieder. Schade, dass Nick nicht dabei ist. So richtige Hacker waren wir ja nie, auch wenn wir heute manchmal so tun. Wir sind halt die IT-Lancer, und wenn die von ihren Gefechten an der Datenfront erzählen, muss es doch nach was klingen. Also brabbelt Nick gerne davon, wie er sich mit seinem Akustikkoppler früher überall reingemogelt hat. Die Aktionen liefen natürlich total harmlos ab, ein fremder Rechner war nur ein einziges Mal dran, und selbst da hat Nick nach einer Minute aufgegeben, weil er Panik hatte, die Post käme ihm auf die Schliche. In Wirklichkeit sah Hacking für uns damals so aus Wir haben die Sprites von dem Männchen aus Impossible Mission, das immer so cool Salto schlug, aus dem Spiel rausgeprokelt, und dann in ein Intro transplantiert, in dem dann zwei dieser Männchen auf der Stelle gegeneinander joggten. Darunter wurde dann ein Laufband gepackt, in dem der Nickmeister und Kie ihre überlegenen Hackerskills lobten. Und natürlich allen anderen Crews die Bullen und oder den Tod an den Hals wünschten. Das war alles Kinderkacke, doch das hier, das ist echt. Es geht gut voran, der Deiler ist schon bei der Nebenstelle 23 angekommen. Sollte der Zentralrechner, der alle Kartenschlösser steuert, wirklich am Telefonnetz hängen, müsste ihn das Powerbook bald entdeckt und Kontakt aufnehmen. Aber was dann?